Hallihallo da draußen, liebe Kühlbox-Freunde. Schöne Grüße nach Deutschland erst einmal. Hallo und herzlich willkommen aus Denver, Colorado. Hier ist es gerade kurz nach 14 Uhr Local Time und ich befinde mich in einem sehr, sehr schönen Wohnviertel in Denver und vor einer ganz, ganz bestimmten Haustüre. Nämlich, ich stehe vor der Haustüre vor NHL-Goalie der Colorado Avalanche, Philipp Grubauer. So, jetzt da, bam. Hier ist also die Türe und dann würde ich mal sagen, Grubi, bitte sei da und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, okay. Grüß Gott. Ja, Grubi. Hi, grüß dich. Wie geht's, wie steht's? Ich habe selbstverständlich wieder meine Kühlbox mit dabei, Grubi. Magst du mir ganz kurz halten, bitte? Dankeschön. Ja, Leon hat schon drauf unterschrieben. So. Schön ist es, schön hast das. Klasse. Steht dir auch gut, Grubi. Schaut echt gut aus. Ist schwer oder geht? Es geht. Es geht. Darf ich nicht sagen, noch nicht. Wir kommen darauf noch zurück, ja. Jetzt müsstest du mal, du ganz kurz hier diesen Gimbal halten, weil ich habe mich ja top vorbereitet, Grubi. Pass auf. Einfach mal kurz halten. So, schau her. Switchen wir um. Switchen wir um. Zack, sind wir zu sehen. Da kannst du auch hier so, zack, da kannst du bewegen. Hallo, zack. Servus. Hallo, Servus. Hallo, Servus, nimm ihn dann da. Ich schmeiß meine Jacke einfach her. Schmeiß ihn über die Couch, genau. Und jetzt kommt der Highlight, bitte. Highlight. Schau mir zu. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber jetzt passiert was Großes. Ich habe ja keine Kosten gescheut, beziehungsweise Magenta Sport nicht, weil Rechnung kommt noch. nein, pass auf. Hier, hast du das schon mal gesehen? Ich war gestern bei euch im Spiel in der Arena. Und nein, jetzt sag mir nicht, dass du so war im Fanshop. Und du wirst es nicht glauben. Schau her. Nein. Das hab ich noch nie gesehen. Die Philipp Grubauer Socken habe ich gekauft. Zack. Sieht man das? Die sind geil. Hast du das schon mal gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass sowas überhaupt verkauft wird. Ja, und so schaut es nämlich aus. Jetzt, ich werde es hier extra ein bisschen stylisch nach oben. Ist ja der Style aus Mailand, Grubi. Du weißt, wie es ist. Also, das sind also die wunderschönen Socken von Philipp Grubauer. Ich weiß nicht, ob man das hier zu Hause erkennen kann. Ja, das sind also die Socken, da kann man Grubi erkennen. Hast du denn gewusst, dass es solche Socken von dir gibt, Grubi? Nein, habe ich ehrlich gesagt noch nicht mitgekriegt, dass die Socken. Ich hätte mich jetzt gewundert, wer sowas kauft. Ich kaufe zum Beispiel. Warst du wahrscheinlich die erste, oder? Du, die waren ziemlich vergriffen, muss ich sagen. Schau mal her. So schaut's aus. Mit deinem Gesicht drauf. Ja. Mit Bart. Nummer ist drauf. Das sind schon geil. Sind wirklich geil. Aber ja, sind diese. Gute Idee fürs nächste Weihnachtsgeschenk. Super Idee. Aber die sind leider nicht für dich. Schade. Ja, die sind leider für mich. So, Grubi, ja, schön hast du es da herin. Danke. Sehr, sehr schön. Pass auf. Musst du natürlich die Fans mal mitnehmen. Schönes Haus. Ja, wir haben es jetzt, wir sind vor kurzem im Sommer, sind wir erst fertig geworden beim Einrichten. Es hat dann ein bisschen gedauert beim Umzug von Washington. Das meiste haben wir mitgebracht. Also, das ist ziemlich cool. Wir fühlen uns hier wohl. Also, das ist das Wichtigste. Ich schau mal ein bisschen um, ich bin so frech. Wo befinden wir uns jetzt da genau? Also ist es quasi Wohnzimmer für euch oder ist es hier so die... Also wir haben hier im Eingangsbereich haben wir einen kleinen Empfangsraum, wenn man es nennt. In Amerika, Fernseher, da was man zum Schauen, einen zweiten Kamin, was ganz cool ist. Also hier ist so eher die Chill-Out-Area dann? Ja, Chill-Out-Area. Wenn ein paar mehr Leute da sind, dann geht es über den Essbereich. Da ist meine, oder da haben wir eigentlich fast noch nie essen. Noch nie? Einmal bis jetzt, bei Weihnachten. Ist der Bruch ein bisschen größer. Aber wir müssen noch ein bisschen lauter reden, sagen, dass sie uns noch besser verstehen. Die ganzen Fans ja da draußen warten ja schon Stunden auf Kühlbox Live. Hier haben wir hier das Wohnzimmer. Da schauen wir die ganzen Filme an. Aber cool. Schön Feuer ist an, extra für mich angemacht. Genau, dass es schön warm ist, weil draußen ist es sehr kalt und schneit.
ja, hier kann man mal rausschauen. Also es ist tatsächlich so, es schneit in Denver. Und das schon seit einigen Tagen. Aber du hast ja mir mal erzählt, Grubi, 320 Tage im Jahr Sonnenschein eigentlich. Ja, ich glaube schon. Also wenn ich da richtig bin, scheint die meiste Zeit die Sonne bei uns. Außer wenn ich da bin. Außer, ja. Dann schneit. Ist natürlich super. Saukalt. Also wir haben hier auch ein paar Fanfragen, selbstverständlich. Da müssen wir drauf eingehen. Moritz Marquardt, Glückwunsch zum gestrigen Shoutout. Vielen Dank. Das war ja wirklich eine coole Nummer, weil wir durften ja, der Stefan und ich, zuschauen bei deinem Spiel gegen Ottawa. Und deinen zweiten Shoutout hast du in dieser Saison einfangen. Und den 11. ever in der NHL. Was war das für ein Gefühl für dich gestern? Ja, super Gefühl. Ich meine, immer wenn man die Null halten kann und je länger das man es hält, desto besser ist es auch für die ganze Mannschaft. War natürlich ein hart umkämpftes Spiel, obwohl Ottawa eher schon auf der hinteren Seite der Tabelle ist. Letzter Platz schon fast, glaube ich, wenn es richtig ist. Aber die haben natürlich auch Gas gegeben und richtig gekämpft. Also war für uns ein hartes Spiel. Aber es ist immer ein tolles Gefühl, wenn man zum Beispiel. Da habe ich gerade noch eine Frage gesehen von Thorsten. Hi Philipp, gegen welche Teams schmecken Siege? Ich nehme an, Siege, Shoutouts am besten? Gibt es da irgendwie ein Team aus der NHL? Ja, ich würde mal sagen, morgen wäre so ein Spiel gegen Washington. Gegen die Mannschaft, wo wir ja selber viele Jahre gespielt haben und einen Cup mit gewonnen haben. Also morgen ist so ein Spiel, das wo wir gewinnen. Gegen deine Ex-Kollegen sozusagen, gegen Obi. Genau. Wie ist das eigentlich gegen Obi? Spielst du lieber gegen ihn oder mit ihm? Eigentlich mit ihm. Eigentlich spielen wir gerne mit ihm. Vielleicht schießt er dann doch ein paar Heißel. Der Typ ist brutal, ja? Ist unglaublich, ja, wie du die Dinger einschweißt. Also aber was ich immer so faszinierend finde, jeder in der NHL weiß, vor allem in Überzahl, Obi platziert sich rechts vor deinem Tor, Stockhandseite, Pass kommt rüber, One-Timer, jeder Goalie weiß es. Aber es ist so verdammt schwer, den zu lesen dann, gell? Er schießt extrem hart und extrem schnell, deswegen ist der Schuss eigentlich als Torhüter ziemlich schwer zum Lesen. Servus Grubi, Gruß aus Dump & Chase Redaktion. Die Frisur sitzt heute. Sehr gut. Aha. Aber vielleicht meine. Kann ja auch sein. Grubi, ich weiß es nicht. Nächste Frage, wie ist der Kontakt zu Leon Dreiseitel? Ja, also wir haben schon Kontakt. Ist natürlich auch mit seinem Spielplan, mit meinem Spielplan. Es ist immer schwer. Es überschneidet sich halt immer, wenn er spielt, haben wir frei. Wenn wir frei haben, dann spielt er. Also man sieht sich dann doch nach dem Spiel und quatscht mal kurz ein paar Minütchen, aber dann geht es ja schon wieder weiter und wir sind dann mal wieder unterwegs. Super Frage, ich muss dich unterbrechen. Marvin Schaller, wer war früher dein Vorbild als Keeper? Etwa der Patrick? Geile Frage, Dankeschön, die gebe ich gleich weiter, bitte. Und jetzt auch nichts anderes sagen. Das ist deine Bühne, Grubi. So, ich sag gar nichts. Und das war übrigens nicht vorher abgesprochen, liebe Fans, gell? Bitte. Ist ja schon ein bisschen länger her. Robert Müller war damals, oder ist immer noch mein Vorbild. Patti kennt ihn auch, Rosenheimer. Ja. War natürlich eine tragische Geschichte, aber für mich immer noch eines der größten Vorbilder. Und wie er dann zurückgekommen ist, ein riesiges Highlight. Und persönlich erkannt und Robert, und er hat vieles erreicht, extrem guter Torwart, und das war so mein Vorbild für mich, ganz kennbar. Danke schon mal für die ganzen Fragen, ihr da draußen, ihr seid so verrückt, crazy, mega. Markus Karmann, holt Nathan McKinnon noch den Leon ein in der Scorerwertung? Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Punkte hat der Leon? Was hat denn der? Der hat jetzt 86, 85. 89 hat er mittlerweile. Okay. Der Typ ist ja Wahnsinn. Also Leon, der ist natürlich auch brutal. Unglaublich. Also dieses Jahr, die letzten Jahre. Hoffentlich holt er ein. Wäre gut für euch. Ein. Aber wenn der Leon so weitermacht, dann wird es natürlich auch schwer für Nathan, den einzuholen. Marcel Gallwitzer, wie ist es mit Nathan McKinnon zu spielen? Trainiert er wirklich so wie ein Verrückter? Ja, er ist auf dem Eis immer einer der Ersten, ist der Letzte, der immer vom Eis runter ist, macht immer seine extra Einheiten im Kraftraum auf dem Eis, also ein wichtiger Spieler, es wird ja irgendwo von ihm erwartet, ja. Aber er ist
wir sind einfach froh, dass wir bei uns in der Mannschaft haben, weil es ist dasselbe wie der Obi, also den absoluter Top-Spieler auf deiner Seite haben. Ja. Würdest du sogar sagen, weil ich konnte ja gestern das erste Mal live begutachten, McKinnon, dass er Ähnlichkeit hat zum Obi, weil er auch recht, vor allem im Powerplay ist mir aufgefallen, er wartet, er lauert auch immer auf seiner Position, oder war das jetzt nur Zufall? Ja, Ähnlichkeiten in der Position, wo sie vielleicht im Powerplay spielen, aber vom Spielertyp her würde ich jetzt mal sagen, kompletter Unterschied, also von der Schnelligkeit der Nathan ist er dann doch ein bisschen schneller wie der Obi. Ja. Obi einen ganz anderen Schuss wie der Nathan. Ich finde, dass der Nathan ein bisschen mehr Skill hat, mehr Präzision in dem, was er macht. Obi ist natürlich mit seiner Größe, mit seiner Masse schon mal ein ganz anderer Spieler. Dann haben wir da die nächste Frage. Also brutal. Also ihr seid wirklich... Christian Thomas, was ist deine Lieblings-DEL-Mannschaft? Jetzt bin ich gespannt. Tausende Eishockey-Fans da draußen warten. Ich habe eigentlich keine richtige Lieblingsmannschaft. Ich würde jetzt mal sagen, dass ich München, Minger, recht viel verfolge, weil ich ziemlich viel Spätzle dafür Minger spielen. Ja. Und weil es ja doch ziemlich nah an der Heimat ist. Also von daher verfolge ich immer Minger, was die gemacht haben. Mit Patrick Dallier, Torwarttrainer von der Nationalmannschaft, verfolgt man dann doch ein bisschen öfters. Jetzt mal die Fragen. Alles gut, wir kommen alle auf euch zurück, gar kein Problem. Es ist gigantisch, wie ihr da draußen abgibt, aber ich muss natürlich hier auch ein bisschen rumschauen, das Haus mir anschauen. Durch. Ach, könnte ich auch was zum Trinken haben, Rubi? Ich habe so einen Durst. Leitungswasser? Ja, sehr, sehr gut. Das wäre schon super. Die Luft. Das ist die Luft. Aber was sagst du die Socken eigentlich? Bitte. Die sind cool. Die sind echt cool. Hä? Hast du die echt noch nie gesehen? Hast du die noch nie gesehen? Was? Hier. Das ist cool, alle mit dem Gesicht. Also mit dem Gesicht, gell? Und der Haircut. Bist du? Dann mach mal du die Aufnahme, weil sonst ist das immer auf dem Kopf. Schwingt man mir rüber. Man sieht auch meine muskulösen Waden. Ja. Top. Hart. Hart. Cool. Hard. Danke dafür. Also, habe ich dir wenigstens eine kleine Überraschung machen können und... Was mich ja immer brennend interessiert, Kubi, vielleicht hast du es ja beim Leon auch schon gesehen, Kühlschrank. Ich liebe Kühlschränke, warum auch immer, ich weiß es nicht, aber wir müssen mal... Kühlschrank. Hashtag Kühlschrank. Ja, Hashtag Kühlschrank, Kühlbox, aber so ähnlich. Das heißt, ich muss in den Kühlschrank reinschauen. So, bitte, schauen wir mal rein. Was haben wir da drin? Früher haben wir im Moment nicht drin. Okay. Weil wir jetzt erst die letzten, wir sind erst am heimgekommen, am Montag. Am Montag? In der Früh sind wir erst wieder heimgekommen. Also von daher haben wir... Stark. Ohne wirklich viel. Also, okay. Was haben wir da drin? Schön. Sehr, sehr gesund lebst du auf jeden Fall. Genau, ja. Was ist das, diese XXL-Dinger? Was ist das da? Kombucha. Kombucha trinken wir immer ganz gern. Das ist also... Was ist Kombucha? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Wenn man es auf Deutsch sagt, nur so ein Tee. Okay. Trinkt gut oder schmeckt gut? Ja, kannst probieren, wenn du willst. Mischt man das mit Wasser oder? Nein. Pur. Kannst du probieren? Ja, ich probiere. Ein geschenkten Gaul. Kombucha. Aber Kombucha ist was anderes. Das schmeckt ganz gut, das ist einer meiner Lieblingsdrinks. Gingerberry. Das ist gesund. Ich glaube, dass sowas in Deutschland überhaupt nicht mehr gibt. Weiß ich nicht. Also ich habe es noch nie gesehen. Gut, ich habe ja noch nicht alles gesehen. Aber das ist ein bisschen komisch vielleicht jetzt, dass du es nicht gewohnt bist, aber... Was willst du sagen, was es ist? Also nicht jetzt ein Spezi, aber... Mhm. Ist ja... Also ich weiß gar nicht. So schaut es aus. Tee? Ungereinigter Tee? Ich weiß gar nicht. Oh. Kombucha, so, das ist es. Ihr könnt es googeln. Ja. Oh, hier gibt das gibt es beim Rossmann auch, Patrick. Echt? Sabine, ja. Ja, habe ich noch nie gesehen. Wissen wir, wo wir einkaufen, wenn wir da haben. Gut, okay. Also schmeckt, ja, ein bisschen anders, aber nicht schlecht, muss man auch sagen. So, der Kühlbox geht's gut. Was ist da los? Kühlbox, der geht's gut. Und was könnte man denn noch bei dir alles anschauen? Was gibt es denn da noch für coole Sachen? Hast du vielleicht irgendwelche Accessoires da herin? Oder, Accessoires? Ja, ich sag jetzt mal, von deiner Eishockey-Karriere. Hast du irgendwie... Also, wir haben immer was ganz Interessantes zum Sehen. Jedes Mal, wenn der Trophäe praktisch in der NHL
willst, ja, dann schicken Sie die eine. Das heißt, also wie muss ich das verstehen, wenn man eine Trophäe gewinnt? Das ist einfach bloß eine kleine Trophäe von der Originalen, die jeder Spieler dann bekommt. Die kannst du dann nachher einstellen. President's Trophy, das ist gleich wieder die für Eastern Conference? Ja, das wäre die in der normalen Saison. Ach, die Hauptrundenbeste? Genau, die meisten Punkte praktisch erreicht hat. Ach, und da bekommt dann jeder Spieler die Original-Trophäe in klein? In klein. Mit Namen? Mit Namen eingraviert, genau. Stark. Da vom Stanley Cup. Da gibt es ja dich auch schon als Mannschaft, oder? Genau. Leider nicht als Torwart, aber als Mannschaft. Aber da haben sie sich jetzt nicht so genau getroffen, oder? Nicht so genau. Also, aber auch cool. Also ich weiß, dass das du bist, aber. Ja. Genau. Was ist das für ein Baseball? Also, vom Kyle Ripken. Kyle Ripken. Der langjährigsten. Oder der hat viele, viele Jahre in der. Major League gespielt. Das ist ein Baseball von meinem Späzel, Adam Eaton. Der hat dieses Jahr die World Series gewonnen mit den Nationals. Wow. Also. Bist du dann auch irgendwie, woher kommt diese Affinität zu Baseball? Hat das einen Grund oder einfach? Nur wegen meinem Späzel. Ach so, okay. Der kam dann auch ein paar Mal in die Kabine und dann haben wir sie ein bisschen näher kennengelernt. Okay. Da kommt eben der Kontakt dann her. Kommt der Kontakt, genau. Aber ich bin jetzt kein richtiger Baseball-Fan, also ich verfolge es jetzt eigentlich nur wie am wegen ihm eigentlich. Okay, dann schauen wir jetzt mal in den Keller. Da geht's runter. Was haben wir denn da? Thomas Wilke und Norman Strege. Kein Bier im Kühlschrank. Zwinker-Smiley. Bitte beantworten. Ja, also nur alkoholfrei. Nur alkoholfrei. Nein, also wir haben schon ein Bier da. Was soll's nicht? Liegt ja in den bayerischen, deutschen. Wow. Genau, also wir sind jetzt im Keller bei mir. Wow, das ist ja geil. Das da ist ja... Da geht es natürlich weiter mit den ganzen... Ich versuche immer die ganzen Masken und ein Ausrüstungsteil von jedem Jahr zu sammeln und auszustellen. Und es ist natürlich cool, über die Jahre zu sehen, wie die Masken sich entwickelt haben, weil es immer versucht ja dann doch ein bisschen Gedanken und Ideen und Zeit in das Maskendesign hineinzu. Wenden und dann ist es immer cool, wenn man ein paar. Das heißt, ist das eine Maske von jedem Jahr, hast du jetzt da beibehalten? Oder? Ich müsste jetzt nachschauen, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, aber. Das schaut ja mega aus, ich liebe ja Masken. Normalerweise immer dieses Jahr 5 oder 6 Masken, das ist immer für die Outdoor, für das Outdoor-Game. Ansonsten gibt es eine extra Maske, für Hockey-Fans kennst du, gibt es eine extra Maske. Also, was ist die Stanley Cup-Maske aus dem Jahr vom Stanley Cup-Gewinn der Washington Capitals? Ich glaube, dass ich die angehabt habe. Die ist ganz cool, das ist alles in matt. Das war damals zu dem Outdoor-Spiel gegen Toronto. Da habe ich mir die Maske extra machen lassen. Die habe ich dann über die Playoffs angehabt und dann war es, glaube ich. Bayerisches Wappen? Genau, bayerisches Wappen. Der Deutsch. Deutsch. Genau. Dann der Kürzel. Kürzel und unten. Warum er? Ja, weil ich einfach ein Sterns geil finde. Das ist ein Vorbild. Ja. Ein bayerisches Vorbild. Für die, die es jetzt nicht kennen, müssen vielleicht nachschauen, wie der Sterns ist, aber ich finde die Filme klasse. Sterns mit voller Name vielleicht? Ja, Monaco Franzi. Genau, Monaco Franzi. An alle da draußen, die ihn vielleicht nicht kennen, als mega. Darf man die mal aufsetzen auch? Ja, freilich, wenn sie überhaupt passt, wenn man einen kleinen Kopf hat. Ich habe noch nie eine Stanley Cup Maske aufgehabt. Bist du narrisch? Ich glaub, darfst du aber auch zu dir drehen? Wahnsinn, die passt sogar, Grubi. Ja? Ja. Du hast denselben Kopf wie ich? Kleinen Kopf. Hast du einen kleinen Kopf? Ja, auch gut. Kindergröße. So, Stanley Cup Siegermaske. Noch Fragen? Das ist auch cool. Ja. Nein, der, die nur die macht, also. Unglaublich. Was für ein Modell ist das, Grubi? Modell? Oh, Bauer. Ist es eine Bauermaske? Bauer, genau. 69er, 69er, wie ist es? Der Klassiker. Der Klassiker, ja. Stark. Bloß jetzt haben sie. Es gibt dann einen Schaumstoff. Okay. Für die gegen Gehirnerschütterungen praktisch. Damals hat sie nur den. Hat die auch schon drin? Ja. Damals hat sie nur den dünnen Gehirn. Genau. Und dann, wenn sie da auf die Lübe geschossen haben, dann. Tut weh. Alles gescheppert. Frage, persönliche Frage, was ja mich
als Ex-Goalie sehr, sehr brennend interessiert. Woher bekommst du immer das Design deiner Maske? Hast du da jemanden, der sich darum kümmert? Wenn ja, wo ist der und wie soll das Design immer für ausschauen? Also mein Designer, der ist in Schweden, der Dave Gunnarsson. Er macht die ganzen Masken eigentlich von der NHL. Mhm. Eigentlich 80% der Torhüter. Es läuft das so ab, dass wir ihm praktisch eine Idee schicken, hey, ich will das und das, ja. Dann schickt er mir eine Skizze, mhm, und dann wird das Ganze verändert. Dann sage ich, ja, ein bisschen anders, so, mhm, schickt er mir wieder eine Skizze und dann einigt man sich auf ein, vielleicht kann ich mal ganz, ich weiß nicht, ob ich das auf dem Handy sieht, aber ich bin jetzt gerade dabei, für die Military, für die Bundeswehr praktisch von Amerika extra die Maske zu machen. Wir haben dann eine extra Military Night. Okay. Und jetzt ist die weg. Ja, aber das heißt aber auch, weil viele da draußen denken, dass der Designer freie Hand hat und der macht im Endeffekt was. Das stimmt nicht. Also du sagst ihm schon, wohin ungefähr die Reise gehen soll, oder? Genau, ich sage ihm, wo die Reise hingehen soll. Ich glaube, ich bin jetzt mit ihm schon seit 10 oder 12 Jahren, okay, in Kontakt, also mhm, ich weiß, was der Torhüter dann will praktisch. Und dann mal schauen, wie ich das finde. Ach, das muss ich euch nochmal zeigen. Ach so, fangen Stock kann das dann auch? Fangen Stock, genau, besonders von dem Jahr, wo wir gewonnen haben. Sind es die Stanley Cup Sieger im Fanghand Stockhand, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, welche das war. Ich glaube, das war die. Ist ja geil. Also das habe ich mir natürlich alles behalten. Hinten stehen die Schoner. Da muss ich reinschlupfen. Danke. Rainer Kötzdorfer, schau zu. Echt? Ja, servus. Der Rainer. Du kannst mir schöne Grüße sagen auch. Hallo, servus. Nein, aber für die Leute, die was interessiert, so schaut das aus. Pass auf. Kommt die Skizze dann zurück. So, warte, da drehe ich jetzt die Kamera um. Und, also das ist quasi jetzt der E-Mail-Verkehr, oder? Genau, so schaut eine oder zwei Skizzen aus und dann wird das wieder zurückgeschickt. Achso, und das heißt jetzt quasi, er hat dir vorgeschlagen, soll die Maske so ausschauen oder eben so wie die obere? Genau. Und dann sagst jetzt du zu ihm, pass auf, das und das noch ein bisschen abändern, ja, und cool. Und wann wird dann die Maske fertig oder wann ist die dann? Er macht das eigentlich ziemlich schnell, ein oder zwei Tage und dann geht's ratzfatz, dann ist die in zwei Wochen oder in zweieinhalb Wochen ist die nicht schon. Ist dann da. Und jetzt sind wir bei dir hier im absoluten, ich sehe schon, Heiligtum, was Accessoires betrifft, oder? Oder genau, Equipment betrifft. Genau. Ich habe immer, also ich versuche immer ein paar Sachen zu halten. Ich habe die Schienen vom Stanley Cup, das sind die in der Mitte hier. Dann ist es mein erstes Jahr, zweites Jahr, eben genauso geht es über. Und dann war es wie beim Leon, vielleicht die Leute, die wohl zugeschaut haben. Wie beim Leon, der hat auch so kleine Pucks gehabt. Ja, richtig. Die, Milestones praktisch, die wo du bekommst, gibt da dann der Verein die Scheibe. Das ist die Originalscheibe von deinem ersten NHL Playoff-Sieg. Genau. Datum und gegen wen? Genau. Mit Bild und das ist dann quasi ein Spielberichtsbogen, oder wie? Genau. Ist ja geil. Das ist auch ganz cool. Erster Shoutout. Erster Shoutout? Colorado. Gegen Colorado. Wann war das? Das war der 28. Oktober 2016. Genau. Ist ja witzig und jetzt spielst du für dich. Wahnsinn. Coole Nummer. Finde ich schon cool. Schöner Blau. Und da auch einen kleinen Fernseher wieder, gell? Relativ klein. Wird dann hier auf PlayStation gespielt ab und zu, weil ich gerade in PlayStation sehe? Ganz wenig. Ganz wenig. Ich glaube, wir sind schon verstaubt. Da ist der Staub schon drauf. Okay, was haben wir da, Grubi? Genau. Jetzt kommen wir in die bayerische Ecke. In die bayerische Ecke, ja. Wir haben Schläger von den letzten Jahren. Auch wieder cool zum Sehen. Über die Schienen vom, wow, Holzschläger, über den Carbon-Schläger. Die sind die Schläger auch nicht verändert haben. Also einer meiner ersten, die ich in der Liga gespielt habe. Schauen wir mal, was der wird. Das ist ja unglaublich. Das ist echt, das ist reiner Holz noch, oder? Und Grubi, jetzt nochmal für mich zum Verständnis, haben jetzt die ganzen Schläger eine besondere Bedeutung? Also, oder, weil das ist jetzt einer der ersten, hast du gesagt, das gell? Das ist einer der ersten, ja. Die jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, die letzten vom. Die Schläger haben für mich eine Bedeutung, weil das waren alle meine 0-Spiele vom letzten Jahr.
Also ich versuche immer die Schläge zu halten, wo ich zu null gespielt habe. Okay. Wo ich gut gespielt habe oder wo ich der Meinung war, dass ich gut gespielt habe. Das sind deine Shoutout. Da muss aber der von gestern auch noch dazu, oder? Muss noch dazu, aber der bleibt in der Kabine. Okay. Also ich habe da viele Fragen, immer superstitious. Ja. Hast du immer irgendwas? Ich nehme mal drei Schläger mit von drei Spielen, wo ich der Meinung war, dass ich wirklich gut gespielt habe, Position, ja, wo das Ergebnis passt hat und ich mit den Schlägern reise ich dann das ganze Jahr mit. Also ich bin immer dabei. Und ich sehe, also das sind deine Shutout-Schläger, aber ich sehe auch Spielerschläger. Welche Spielerschläger sind da, sehen wir hier und warum? Also ich versuche... Warte, ich drehe mal die Kamera um, dann kann man es vielleicht besser... Ja. Hier, also... Also wir haben ein paar Schläge immer, wenn ich gegen Starspieler spiele. Ja. Zum Beispiel wie Jara, haben wir hier einen Schläger von Jara. Ach Gott, ist der riesig. Das ist das... Das ist der Jara-Schläger. Jara-Schläger. Das ist ja ganz cool zum Senken, wenn du andere Spieler oder wenn du andere Schläger bekommst. Cool. Für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen, das ist ja ganz cool zum Senken. Der Jara, der taggt seinen Schläger nicht, der hat da unten irgendwie so ein Schmiegelpapier. Ach so! Schläger nicht. Das heißt, der Jara spielt ohne Tape, sondern tatsächlich, das habe ich noch nie gesehen. Okay. Also. Aber meinst du, das hat irgendeinen Grund oder ist es rein, das macht halt er? Ist halt so. Vielleicht kann er besser damit schießen, hat er bessere Scheibenführung. Das ist ja auch ein witziges Bild. Schau mal, die ganzen Schläger hier und dann der geht ganz hoch in die Berge. Der ist bis in der Hochries, ist der oben. Und was haben wir da noch für Also hier sehen wir Marlow, Rantanen. Kowalczuk. Das ist der Obi-Schläger. Obi-Schläger. Oh, fett. Für die, die Biegung interessiert. Wow. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich versuche das, warte mal, ich tu mal hier. Also links ist Stamkos und rechts ist Ovechkin. Genau. Wow, ist das ein Gerät. Aber jetzt im Vergleich zum Leon. Der Leon hat ein extrem gerades Blatt. Und wenn wir jetzt da das vom Ovechkin uns anschauen, komplettes Gegenteil. Stark. Und hat auch unterschrieben drauf? Nein. Das hast du. Aber das könntest du ja immer nachholen. Genau. Seid's ja Buddies. Ja. Jetzt schauen wir mal. Aber noch Marion Hosser. Ist ja witzig, dass er Torhüter auch die Spielerschläge irgendwie sammelt. Patrick Marlow, der spielt immer noch. Wie nennt man es auf Deutsch? Two-Piece. Ja, also der hat immer noch ein. Schaufel und. Wie heißt es? Schaft, genau. Gibt es ja eigentlich fast gar nicht mehr, gell? Dann haben wir noch ein paar Torhüterschläge. Ah, was haben wir hier? Hellerback, Wasilewski. Bobrovsky, Collins, Wasilewski, Gibson, Miller, Luongo, Roberto. Aber haben dann die hoffentlich von dir auch einen Schläger? Ja, oder? Also hoffe ich jetzt einmal. Aber hast dann du die Jungs quasi nach dem Spiel einmal ganz normal angesprochen und gesagt, hey, hättet ihr bitte einen Schläger für mich? Genau, ja, wir fragen immer vor dem Spiel oder nach dem Mornings geht, habt ihr einen Schläger? Dann gehst du auch persönlich zu dem hin und sagst, oder machst du das über den Betreuer? Das machen wir über den Betreuer und der Betreuer geht dann zu denen in die Kabine drüber und fragt nach dem Schläger. Aber ist dann auch ganz stark zum Sehen. Und man sieht, sehr heimatverbunden, also egal wo man hinschaut. Es ist für dich schon auch wichtig, sag ich einmal, oder? Und hier Lederhosen! Bist du irre? Ich habe mir von der Bahn mitgenommen, dass wir wenigstens vorhin im Haus haben. Die ziehe ich jetzt aber nicht auf. Ich hätte es fast schon gesagt. Ja, cool. Echt cool. Also, warte mal, ich schau mal, ob wir wieder ein paar Fragen hier beantworten können. Pass auf. Wie viel Franziska Zareb Omotrep, wie viele Schläger verbrauchst du ungefähr in einer Saison? Das ist eine gute Frage. Ich tape pro Spiel, tape ich einen Schläger. Also 82 mit Sicherheit. Und dann je nachdem, wie viel wir das brechen. Also ich würde jetzt mal sagen, von 100 bis 120 Schläger auf alle Fälle. Aber das heißt dann auch, du nimmst für jedes Spiel einen neuen Schläger her, oder? Genau. Der Leon, glaube ich, hat es auch schon mal angesprochen. Er nimmt dann auch
Genau. Spieleinschläge und genauso ist es bei mir. Und hast du irgendwelche Rituale vor einem Spiel? Muss ich das nicht alle sagen, ist ja klar, aber gibt es vielleicht ein, zwei? Also ich mache zum Beispiel euch zur selben Zeit. Jeden Spieltag selbe Zeitablauf, selbe Routine. Ich esse immer selbe, trinke immer selbe, die gewisse oder dieselbe Anzahl an Wasserflaschen praktisch. Was isst du dann? Darf man das wissen oder ist es eher dein Ritual? Ist es eher so Pasta oder eher so fleischig? Also gar nichts, das ist eher, ja, wir können mal oben reinschauen. Achso, hast du es da dann sogar? Cool! Sweet Potatoes, viele Vegetables, viele Gemüse. Du, und das hier ist dann die Massagebank für dich? Genau, Massagebank hier. Wenn mein Masseur aus Dallas ab und zu, der kommt dann mal vorbei. Okay. Und der bearbeitet den Mann. Und wir haben viele Black Rolls, wir haben den Hammer, wie man es nennt, Elektromaschine. Wir haben da für die, die es nicht kennen, das sind so Kompressions. Also, was du kennst, so Kompression. So, die so Stromschläge im. Die Pumpen. Das sind so. Also gut. Setzt man da drauf. Okay. Und dann wird da Luft reingepumpt, praktisch, und das presst dann das Laktat aus den Füßen raus. Gehst du dann mit denen los? Nein, du sitzt. Achso, sitzt dann. Achso, das ist, deswegen ist der Chillstuhl da, oder wie? Ich habe meinen Schaukelstuhl. Ach so, jetzt verstehe ich's. Am Abend nach dem Spiel in die Boots rein, dann wird das praktisch, wird die Luft presst deinen Fuß zusammen und dann wird das Laktat raus, wie sagt man auf Deutsch? Das Laktat rausgebracht aus die Beine. Und dann kannst du so schneller, ein bisschen regenerieren. Ah, ist sehr interessant. Hat das jeder Spieler, meinst du, oder ist? Oder? Also wir haben es immer in der Kabine auf alle Fälle, aber ich weiß jetzt nicht, ob es jeder Spieler daheim hat. Okay. Aber es hat mir gut getan in den letzten Jahren. Und von daher sehr interessant. Halbe Stunde. Und dann chillst einfach hier auf deinem Stuhl und schaust ein bisschen Fernsehen und dabei aktive Regeneration. Genau. Also Grubi, das hier gefällt mir ja brutal, muss ich dafür wirklich sagen. Gell? Also, boah, da geht mir ein Herz auf. Mein Ziel ist halt, ich habe noch dieselbe Anzahl oder mehrere, da waren wir in dem Rosenheim, dass ich wirklich alle an der Wand zur Schau stellen kann, meine erste Maske oder die erste Spielerhelm praktisch zur letzten Maske sammeln. Meinst du, es wird auffallen, wenn der eine fehlt? Zu mir? Wie viel sind? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, gut. Fünfe. Da liegen Fünfe, Grubi. Du wahrscheinlich. So, gehen wir mal wieder hoch. Eieiei. Also da unten, das ist natürlich klasse. Bist du narrisch. Also. Ah, wen haben wir da? Hallo. Easy. Ja, hi, wie geht's? Wie steht's? Gut. Alles paletti? Everything okay? All good. Ja. Walk. It's snowing. It's snowing outside, eh? It's cold. Also, Easy wollen wir natürlich auch vorstellen. Schön, dass du hier bei der Kühlbox Live dabei bist. Thanks for having you at the Kühlbox Live. Yes, of course. Und of course. Was wolltest du mir noch zeigen, hast du gesagt, oben? Ich weiß nicht mehr. Ja, wir haben... Wir haben wieder Fragen auch. Ja. Ach Gott, jetzt pass auf, wir müssen wieder ein paar Fragen. Da geht's ja zu. Achso, kennst du das? Hast du eigentlich bei, Facebook Live hast du noch nie gemacht, oder? Nein. Okay, jetzt pass auf, da gibt's ein Highlight. Mache ich ja immer sehr gerne mit den Jungs. Da gehst du quasi hier auf den Pinsel drauf. Jetzt such dir mal hier bitte was aus. Drück irgendwo drauf. Nehmen wir das Hasi. Nimm die Katze. Wo ist die Katze? Ganz rechts. Genau, Katze ist dann auch immer mit dabei. Aber die macht nichts. Nein, die ist langweilig, die steht dann immer nur. Auf jeden Fall. Oh, da haben die den neuen Filter. Und dann ist es. Ja, so. Und dann kann es halt sowas ausschauen. Finde ich immer toll, aber es ist immer schwer, dass es weggeht. Warte mal. Wie geht denn der Filter weg? Warte. Muss ich ganz links rüber.
So, jetzt da. Also, so viel zu dem Filter. Und wir müssen ja auch auf die Fragen... Also, Leute, ihr seid mega, mega brutal da draußen, weil die Fragen, was bei euch hier rein fliegen, Wahnsinn. Die sind Wahnsinn. Und ich möchte jetzt auch natürlich wieder auf ein paar Fragen hier eingehen, die hier reingekommen sind. Maxi Schwendemann, denkst du über ein letztes Jahr zum Abschluss deiner Karriere in Rosenheim nach? Wäre natürlich schon ein Highlight, aber hoffentlich nur viele, viele Jahre entfernt. Aber wenn es einmal irgendwann so sein sollte, dann denke ich schon, dass ich... Vielleicht zurückkommen könntest. Ja. Mario Gonsalves, was hältst du von den aktuellen deutschen Rookie, zum Beispiel Tim Stützle? Dieses Jahr ganz wenig mitverfolgt. Also ich habe gehört, dass er extrem gut ist und im Ranking NHL Draft dritte Stelle oder keine Ahnung. Zweite, glaube ich. Zweite, ja. Also unglaublich. Also ich glaube, der könnte wieder auf jeden Fall der First-Rounder werden. Haben wir ja auch einige, haben wir JJ Peterka und wir haben ja auch einen gewissen Herrn Reichel aus Rosenheim, der in Berlin spielt. Oliver Berger, wie sieht der Trainingsalltag aus in der NHL während der Saison? Gibt es da überhaupt so etwas wie einen geregelten Ablauf? Trainingsablauf schwer bei uns. Also zum Beispiel, jetzt haben wir gestern gespielt, heute war freiwilliges Training. Der Leon hat es auch schon gesagt, Regeneration ist eigentlich key. Also Regeneration ist das meiste eigentlich. Also wir trainieren eigentlich fast gar nicht mehr. Das heißt, besonders jetzt zu den Playoffs hin. Wir haben ja 30 oder 32 Spiele in 61 Tage oder 60 Tage. Ja. Also jeden zweiten Tag gespielt, da geht es ratzfatz. Und dann hast du ja nicht mehr Zeit, viel zu trainieren. Aber am Spieltag, wir sind um 8:30 in der Kabine. Dann gibt es Besprechungen, bereitet sich jeder vor aufs Training. Um 10:30 ist dann kurz mal anschwitzen, eine halbe Stunde auf dem Eis, 40 Minuten. Dann geht es nach dem Training schon wieder heim. Und wenn um 7 Spiel ist, dann fahre ich um 3:30 wieder los ins Spiel und bereite mich dann im Stadion oder vor. Heute hat man Schläger, geht die Ausrüstung ready. Vielleicht auch eine persönliche Frage von mir, Grubi, weil ihr seid ja so viel am Reisen unterwegs. Also klar, in der DEL Bus fahren, vielleicht auch ab und zu wird da geflogen, weil auch die Distanzen anders sind wie hier. Nimm uns einmal mit, zum Beispiel, wo ist jetzt euer nächstes Auswärtsspiel? Also wir fliegen nächste Woche am Mittwoch, wenn man nicht weiß, ist, oder am Donnerstag nach L.A. Genau, erklär uns einmal, wie schaut so ein Auswärtsspiel-Alltag für euch aus? Fahrt ihr oder fliegt ihr einen Tag eher? Fliegt ihr mit einer eigenen Maschine oder wie auch immer? Also bei uns schaut es so aus, wir haben jetzt ein Training. Nach dem Training geht es dann weiter am Flughafen, wir fahren gleich direkt raus. Nach dem Training immer, wir fliegen immer so um 2 los. Dann fahren wir eigentlich in einem privaten Teil vom Flughafen. Da steht dann unsere Maschine, die ist bloß für uns, bloß für die Mannschaft. Und ein paar Offizielle fliegen immer mit. Dann steigen wir in den Flieger ein, also ohne Sicherheitskontrolle. Also du wirst nicht gecheckt. Einfach kann man durchgehen quasi, oder? Auto in den Flieger rein und dann... Setzen wir wahrscheinlich hin, müssen wir alles so stehen. Dann fliegen wir schon. Und dann, wenn wir ankommen in L.A., wenn wir in L.A. ankommen, dann geht es ja direkt gleich in den Bus rein und dann wird vom Bus oder vom Flugzeug geht es ja dann gleich ins Hotel. Das heißt quasi, ihr müsst euch im Endeffekt darum nichts mehr kümmern, weil ihr fahrt zum Flughafen, kein Check-in, nichts, sondern der Flieger wartet, ihr geht da rein und fliegt los. Genau, und dann ist es ja ganz gut, wir haben 3 oder 4 Equipment, also Betreuer, die Tasche dann gleich vom Flugzeug aus ins Stadion fahren und dann müssen die Spieler die Tasche nicht auspacken. Das macht es natürlich bei uns extrem leicht, die einen oder anderen, die werden jetzt denken, das ist Luxus, aber bei so vielen Spielen und Reisen ist es schwer. Und wir kommen auch nicht immer zu angenehmen Zeitraum, wir sind immer um 3 oder 4, dann meistens immer in Denver und dann wird die Nacht dann ziemlich kurz, wenn du am nächsten Tag dann wieder um 10 Uhr oder um 11 Uhr auf dem Eis stehen musst. Wie viele Betreuer habt ihr dann aktuell im Team? An einem Spiel, also 3 feste und dann an einem Spieltag, glaube ich, 6 oder 7 auch für die auswärtige Mannschaft. Okay. Da helfen dann auch 2 von uns mit, von unseren Betreuern. Also ich glaube, das sind 6. Aber das braucht man dann auch. Das brauchst du. Vielleicht die nächste Frage. Martin Utz und auch mehrere andere. Chancen auf den Stanley Cup mit Colorado in dieser Saison und auch in der Zukunft? Auf alle Fälle. Ich glaube, dass wir junge, sehr erfolgreiche Mannschaft haben im Moment und dass da viel Potenzial und Raum nach oben ist. Wir müssen viel lernen. In Washington hat es auch nicht gleich im ersten Jahr geklappt. Wir müssen Gas geben, aber ich denke, dass wir
ganz gut dabei sein und genau das ist das Ziel. Nächste Frage, Daniel Otten. Ist das eine besondere Challenge in der NHL, wenn du auf andere Deutsche triffst, gibt es da Wetten vor dem Spiel? Also Wetten gibt es jetzt nicht, aber natürlich, wenn man Leon kennt oder einen Domi, einen Kahun, dann würde man denen natürlich kein Tor schießen lassen. Hoffentlich schauen auch alle zu. Lieber Dominik Kahun, lieber Herr Dreiseitel. So ist es nämlich. Keine Wetten, keine Wetten. Wir haben da auch eine Frage von Florian Flo, ganz aktuell, nicht so schöne Situation. Was sagst du zu Jay Boumister, der ja gestern kollabiert ist auf der Bank der St. Louis Blues? Ja, hast du da irgendwelche mehr Informationen vielleicht von den Jungs? Also schockierend zum Sein auf alle Fälle, das will man natürlich nicht sagen, egal ob er für einen Gegner spielt oder nicht. Ja. Wir sind dann auch alle irgendwie auf derselben Wellenlänge, aber was ich gehört habe, es ist stabil, glaube ich. Mhm. Das war das Letzte, was wir mitgekriegt haben, aber das ist alles, was wir müssen. Also wir beten da natürlich, dass der nicht weiterfällt. Also auch von dieser Stelle aus natürlich beste Genesungswünsche und alles, alles Gute und ja, hoffentlich ist da nichts allzu Schlimmes passiert. Also kann man nur hoffen und ja. Gut, Markus Feitiger und Tom Luck, was passiert mit deinen Schlägern nach dem Spiel? Die nehme ich meistens, wenn wir dann doch trainieren, zum Training her. Ah, okay, das sind dann einfach die Trainingsschläger. Ja, oder die werden dann eigentlich vergeben oder versteigert. Die verkaufen sie dann in der Arena praktisch Game-Used Sticks. Ja. Werden sie dann verkauft. Dann oder für einen guten Zweck, genau. Oder? Okay. Andreas Grasl, Goalie-Fight, wärst du dabei, wenn dich ein anderer auffordert? Ja, natürlich. Also, wenn ein anderer rüberkommen würde, bin immer dabei. Ich glaube, Zack. Rot sein, ja. Uppercut von unten. Deswegen, ich mache im Sommer immer Boxing-Training und dann. Machst du wirklich? Also, du willst mir jetzt eine umbatschen, wahrscheinlich, oder? Eieiei, okay, ich muss aufpassen. Habt ihr in Denver auch einen Laden mit deutschen Lebensmitteln wie Leon in Edmonton? Fragt Franziska Zereb Omodrep. Wir haben einen ganz kleinen Laden, da verkaufen sie vielleicht 5 oder 6 Sachen. Mhm. Ein Almdudler gibt's. Geil! Und Milka, die klassische Milka natürlich, aber. Ich bin jetzt da nicht so. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Glaube ich. Andreas Hösing, gewinnt Bayern die Champions League? Im Fußball bin ich. Was du Lieblingsfußballmannschaft überhaupt? Ja, Bayern, aber. Aber kriegt man da eher nur etwas vom Eishockey, DL, Magenta Sport mit hier in Denver, oder? Alibi-Fan bin ich. Alibi-Fan. Du, Grubi, eine Sache. Also, ich wirklich. Größter Respekt zu deiner Karriere, was du da leistest. Also gestern auch, also für mich war das wirklich cool, mit anzusehen, dich mal live spielen zu sehen und wie du da, was für Standing du auch hast bei den Fans. Also wirklich, wenn ich jetzt einen Hut auf hätte, ich habe nur meine Haare auf, meine Perücke, aber wenn ich die hätte, dann würde ich sie ziehen. Dennoch dieses Event Stanley Cup Champion zu sein, nochmal zurückgehen zu Washington. Wie geil war eigentlich dieses Teil zu gewinnen. Was geht da in einem durch? Im ersten Moment schwer zum Begreifen überhaupt, was da wirklich los ist, was in den 2,5 Monate passiert ist. Und dann auch, wie wir in Vegas waren, Spiel 5, da waren wir ja hinten. Mhm. Was wirklich dann, wie schnell das geht. Und dann hältst du das Ding hoch, du träumst dir dein ganzes Leben davon. Also das war ja mein Ziel, in die NHL nach Amerika zu gehen, um das Ding zu gewinnen. Und dann gewinnst du das. Und ich habe es eigentlich immer noch nicht begriffen, was wirklich passiert ist. Der Tom hat das auch mal gesagt vor ein paar Jahren, ob es schon glauben kann, dass ich den jetzt gewonnen habe. Und Tom hat auch gesagt, das ist immer noch unfassbar. Unglaublich. Unbeschreiblich. Markus Ludorf, welchen aktuellen deutschen Torwart findest du zurzeit in der DL, sagen wir mal, nicht am besten, sondern sagen wir mal, zu wem hast du Kontakt? Weil als Bestes zu sagen, ist ja immer schwierig. Das sind ja alles deine Buddies. Matthias Niederberger, wir haben bei der WM mit dabei gehabt, immer im Training mitverfolgt, wie der kämpft, wie der hart arbeitet, wie der dann auch spielt, ohne Matthias wäre es bei der WM nicht so ausgegangen, wie es vielleicht ausgegangen wäre. Also,
höchsten Respekt für dem, was er macht in der DEL auch. Also das ist natürlich auch ein guter Spezial von mir, aber ich verfolge immer mit und er hat immer ein paar Fragen und man tauscht sich aus über Spiele und ich würde sagen, Martin Utz, WM 2020, dieses Jahr mit Grubi, wenn es für dich leider, also das heißt quasi leider, wenn er nicht mehr in den Playoffs wärt, was wir natürlich nicht hoffen, weil ich mag, dass du im Finale bist, weil dann komme ich wieder, möglich wäre. Ja, also wie gesagt, WM ist immer ein Thema. Wenn wir aus den Playoffs ausgeschieden sind, ist es immer, ich stelle mir für die Nationalmannschaft zur Verfügung und versuche immer zum Spielen, wenn es verletzungsbedingt irgendwie passt. Noch eine Frage. Also danke an die ganzen Fragen. Wirklich, es ist brutal. Ich hoffe, du hast noch 2 Minuten Zeit, Grubi. Wir sind ja eh schon fast drüber. Sascha Krämer, Jugendvorbild aus der NHL und hast du ihn vielleicht sogar getroffen? Olaf Kölzig war mein Goalie-Coach in Washington. Er ist immer noch in Washington Development-Coach. Mhm. Und ja, war auch unfassbar. Wenn ich das erste Mal gesehen habe. Also hast du einen Olaf eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, aus den Highlight-Videos und dann war er mein Torwarttrainer. Das war auch unfassbar. Also wir müssen noch lauter reden, Grubi. Wir müssen lauter sprechen, weil das ist ein Mikro. Ja, da ist das Mikro. Da müssen wir. Wir müssen einfach noch lauter reden. Dann hören es alle noch besser da draußen. Wo ist der Ring? Heiko cool. Milz. Stimmt! Stanley Cup Ring. Kann ich den mal bitte sehen? Nein. Boah! Ein Mini-Stanley Cup, oder wie? Mini-Stanley Cup, auch ganz cool anzusehen, mit Eingravierungen von den ganzen Spielern. Von Washington jetzt, von oder? Von Washington, wer mit dabei war, von den ganzen Managers, Scouts, Betreuern. Cool. Olaf Kölzig. Stimmt, Olli Kölzig. Den hat jeder Spieler bekommen, jeder Betreuer. Genau, bekommt ihn. Der Mini-Stanley Cup. Ja, viel trinken kannst nicht raus, außer einen kurzen, aber... Ja, Stamperl. Stamperl geht. Go Stamperl. Cool. Und da ist er also, oder? Genau. Wir haben alle so eine Box gekriegt. Oh, jetzt brauchen wir Trommeln. Und? Oh mein Gott. Genau. Bist du narrisch? Das ist der Ring. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich gehe da ganz nachher. Also für das... Können wir kurz erklären. Boah. Also, wir können Washington D.C. Washington D.C. mit dem Stanley Cup an der 2018. Seite. Genau. Dann oben logischerweise das geile Logo. Schaut auch von vorne aus. Champions. Und das gefällt jetzt mir persönlich am besten. Als Kapitol mit der Nummer. Stimmt, also hier oben genau. Grubauer, Kapitol 31. Schöner okay. Ring. Auf der Innenseite haben wir es an. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Die ganzen Serien. Ach, das sind die Playoff-Serien hier. Genau. 4-2 gegen Columbus und dann 4-2 gegen Pittsburgh, Tampa Bay 4-3 Spiel 7 und 4-1 gegen Vegas Golden Knights. Vegas, genau. Aber halt auch, den, wenn du dort hast, sehr wuchtig. Also, aber steht ja gut. Das zweite Mal, dass ich den jetzt trage. Boah, ist das... Und schöne Box ja auch hier mit Licht schöne dabei. Box. Für die Ladies natürlich, haben sie auch ganz schön gemacht. Ach, das ist für die Frauen für dann? Für die Frauen, genau. Ach, die haben dann quasi das obere Teil vom Ring, die genau. Frauen als Kette bekommen, oder? Genau. Und dann auch nochmal hinten mit Stanley Cup. Ja. Wow. Also, ich trage selten Ringe, aber wäre es möglich, diesen Ring einmal tragen zu dürfen? Ja. Weil das ist ja, also... Warte mal. Den muss man vielleicht auch festhalten in dem Moment. Warte mal. Willst du Philipp Grubauer, Patrick Ehlechner als Stanley Cup Buddy annehmen? Ja, du musst sagen, ja, ich will. Ja, ich will. Hiermit sind wir Stanley Cup Buddies. Ja, Grubi und. Oh, ist das mega. Der wiegt da was, gell? Das ist echt schön. Schwer. Hast du den jemals an? Also ist der. Ja. Das zweite Mal, dass ich den Starten gehabt habe. Hier. Aber wenn es da mit jemandem eine Batsch dann ist, hat er natürlich auch einen schönen Abdruck im Gesicht, gell? Dann hat er einfach mal Capitals-Logo im Gesicht. Wow. Also wirklich cool.
Cool. Nein, dann weißt du, warum du spielst oder für was du spielst. Nicht bloß für die Eingravierung im Cup, sondern auch für den Ring. Und das ist natürlich eine Besonderheit, wenn du dann auch was daheim hast und dich die ganze Zeit praktisch erinnern kannst. Also ich finde das eine coole Idee, was sie da gemacht haben. Das ist geflasht. Super Ring. Ich bin selten sprachlos. Aber jetzt ist ein Moment, wo Schweigen ist Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Mega geil. Mega geil. Und die Kette ist dann quasi für die Frauen, oder wie? Ja, für die Frauen, die mal eine Kette bekommen. Steht da gut. Stimmt auch gut, gell? So über ein Kühlbox-Hoodie. Wow. Also das ist schon. Ja, mein allergrößter Respekt. Also wirklich, das ist. Ich muss das nochmal zeigen, das glaubt mir kein Mensch. Das Ziel ist jetzt ja mit Colorado. Ja, da brauchst du jetzt einen zweiten Ring. Zweiten Box. Also das ist ja selbstverständlich. Aber haben sie gut gemacht, auch mit dem Licht im Hintergrund, ist natürlich schon. Ja, das ist High-End. Ja. Und der Mini-Stanley Cup. Stark. Also Grubi, wirklich, danke schon mal, dass wir das alles sehen dürfen hier bei Kühlbox Live. Das ist ja nicht selbstverständlich, aber ich bin halt echt geflasht von diesem riesen Teil. Mega geil. Und weißt du zufälligerweise, Grubi, wie viele Stanley Cup-Ringe dann produziert werden für ein ganzes Team? Weil da ist ja Betreuer, Physiotherapeuten, kriegen die auch alle einen? Oder sind es dann wirklich nur die Spieler? Ich weiß jetzt nicht die Anzahl an Ringen, aber es wird natürlich für die, also zu unserem Zeitpunkt, unser Eigner in Washington, der Ted Leonsis, hat gesagt, jeder, der zu dem Zeitpunkt bei mir gearbeitet hat, egal welche Arbeitsstelle, der bekommt einen Ring. Natürlich jetzt nicht die Ringe, die wir bekommen haben, also dann ein bisschen weniger Diamanten, aber es hat jeder einen Ring bekommen und das war sehr großzügig von ihm, dass er auch Leute, die vielleicht nicht so viel mit der Mannschaft zum Tor gehabt haben, aber die für ihn gearbeitet haben, einen Ring bekommen. Jetzt ist mir gerade was aufgefallen. Jetzt muss man schon kurz halten. Ab und zu fällt mir ja was ein. Einfach mal kurz halten, bitte. So, das ist ja die Kühlbox. Da sind jetzt meine Sachen drin. So, Stanley Cup. Nein. Passt nicht rein. Passt nicht, aber schon schade, dass du auch schon. Warte, jetzt muss ich die Box zumachen, weil sonst nimmst du mir den anderen mit. Nein, das ist ja ein bisschen falsch. Aber schau mal her. Das steht ja gut. Der Kühlbox. Mit einem Mini-Stanley Cup-Ring. Ein Ring mit einem Mini-Stanley Cup. Ja, Wahnsinn. Ja gut, jetzt gehen wir vielleicht noch auf die letzten Fragen ein. Der Kühlbox geht es auf jeden Fall gut, liebe Leute in Deutschland. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Kühlbox ist momentan sehr happy. War, glaube ich, noch nie so glücklich, wie jetzt. Mit dem Stanley Cup in der Kühlbox. Leute, mehr geht dann auch nicht mehr. Ich schaue mir noch mal kurz die letzten Fragen durch, Grubi. Wo haben wir denn? Michael Beindl schaut auch zu. Der Beindl? Ja. Servus. Magst du dem Beindl vielleicht was sagen? Grüß dich. Ja, schöne Grüße auch in die Heimat, selbstverständlich. War ja auch cool, wie der Beindl ins Tor geswitcht ist. Wie meinst du? Ja, war ja ein Träumer für Spielchen. Ach echt jetzt? Ja, ah, ja, stimmt, stimmt. War geil. Spieler der Star Wars Rosenheim, der mal für ein Spiel tatsächlich ins Tor gegangen ist. Hat er eigentlich gewonnen? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall schöne Grüße. Der Ring steht dir. Was ist denn der Ring wert? Rein vom Material. Gibt es da eine Schätzung? Es gibt eine Schätzung, aber es möchte jetzt eher nicht. Gut, nein, das müsste man jetzt sagen. Es ist auf jeden Fall, Wer ist deiner Meinung nach aktuell der beste Torhüter in der NHL? Christian Wetzel. Also gibt es vielleicht einen Torhüter, wo du sagst, zu dem schaue ich auf und wenn du gegen den spielst, dann, Herrgott, der ist jetzt ein guter Goalie. Also für mich persönlich, Marc-André Fleury ist immer ein Highlight anzuschauen. Ist immer spektakulär, was der macht im Tor. Von den jungen Leuten denke ich jetzt mal, der Binnington in St. Louis ist recht gut, ist solide, wie er spielt. Der Russe in Samsonov in Washington. Stimmt, genau. Ja. Also sehr gute Statistik, aber es gibt. Eigentlich sind ja, sonst wären sie ja nicht in der NHL. Genau. Das muss man auch dazu sagen. So, die letzten Fragen, weil der Grubi muss dann auch wieder los. Hast du eventuell Florian Czarlik, hast du Kontakt zu Thomas Greiss? Ja, ab und zu mal schreibt man sich SMS. Wir waren jetzt in
wie wir in Lang eingespielt haben, waren wir mal kurz Kaffeechen trinken. Aber das kann man schon auch festhalten, dass die Deutschen, wenn man sich jetzt trifft bei einem Spiel, da hat man logischerweise Kontakt zu dem anderen, genau. Oder? Also ja, sagt man schon sehr, eben, das ist ja ganz normal. Gering. Cool, dann, pass auf, Grubi, du kriegst von mir einen, ich habe eine Überraschung, ja, was heißt Überraschung? Du kriegst von mir einen Kühlbox-Hoodie, weil das steht dir einfach gut, schwarz steht dir bestimmt sehr, sehr gut. Schauen wir mal uns das an. Schauen wir mal. Ach ja, warte, müssen wir mal hier umdrehen. Ja, genau, zack. Germany's Next Topmodel, Heidi, der steht vor mir. Ist zwar Typ, aber... Schauen wir mal, wie er ausschaut. Hier, passt wie angegossen. Vor allem, es schneit draußen. Ja, ist warm. Warmes Ding, steht dir sehr gut. Cool. Das ist schon mal der Kühlbox-Hoodie. Ja, ich finde ihn super. Dankeschön. Ich finde ihn super. Und ich weiß nicht, es ist ja auch immer so, Grubi, egal wo ich bin, bei wem ich bin, ich bekomme ja immer so ein Mitbringsel von demjenigen mit. Ja. Hast du da eventuell was für mich? Ja, wir haben oben ein Trikot. Ein Trikot? Mit. Ein Trikot bekomme ich. Cool. Jetzt hol das Trikot oben. Ich schaue mir dabei noch mal kurz den Ring an. Weil er ist ja nicht da. Der Grubi ist ja nicht da. Hier ist er nochmal. Stark. Ob das jetzt auffällt, wenn er weg ist? Ich nehme jetzt mal den so mit. Ach Gott, wer bist denn du? Ja, hallo. Oh Gott. Au. Ei. Stark. Wie heißt er denn? Leo, ne? Wie nice. Leo. Ja. Leo, super. Leo ist dabei. Stark. Ah, Leo ist ein bisschen aggressiv, gell? Aber ist wurscht. Ist wurscht. Ein Trikot ist ja mega. Ich habe ein kleines Trikot mit dabei. Das musst du aber unterschreiben. Das muss man unterschreiben. Also du schenkst uns ein Trikot für die Kühlbox. Genau. Cool. Also, an alle Eishockey-Fans da draußen, Grubi sponsert uns ein Trikot, das selbstverständlich original unterschrieben wird von ihm. Mega geile Aktion. So, das war's also mit der Kühlbox Live aus Denver Edmonton mit dem NHL-Goalie der Colorado Avalanche, Philipp Grubauer. Und Grubi, ich bin ehrlich, du hast mich jetzt kurz allein gelassen. Das ist gut. Hast du so gestellt? Ja, ich weiß nicht, schau mal, ob noch alles da ist. Maske, Ring, muss Schau lieber nach, weil ich weiß es nicht. Oh, hackert. Nein, aber ich mache nicht so sein. Schau, ich habe ihn versteckt. Da ist er. Ich gebe ihn ungern her, aber geiles Teil. Okay, also, das war's, liebe Leute. Schöne Grüße nach Deutschland, hier aus Denver, Colorado, mit dem Torhüter der Colorado Avalanche. Philipp Grubauer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Deine berühmten letzten Worte, Grubi. Ciao von Au. Ciao von Au nach Deutschland. Servus.